Heute geht es um die Must-Read-Bücher eines Investors und Traders. Viel Spaß! Investment Traders. Aber wo können Sie denn anfangen oder wie fängt man überhaupt an? Das Wichtigste ist natürlich lesen, lesen, lesen. Man kann auch Investment Traders abonnieren, das hilft zusätzlich. Ich möchte euch zuerst die Bücher für die richtige Einstellung zu Geld kurz erklären. Denn das Mindset, also die Einstellung zu Geld, ist das Allerwichtigste. Das fängt nämlich hier oben im Kopf an. Wenn es hier oben im Kopf noch nicht Klick gemacht hat, dann bringen die besten Investoren- oder Trading-Bücher nichts, sondern die Einstellung zu Geld ebnet den Weg. Und dazu haben wir hier das erste Buch, Rich Dad, Poor Dad. Ja, wir haben hier auch nochmal unsere Rezension und den Klappentext rausgedruckt für euch. Könnt ihr euch nachlesen. Ich möchte aber kurz selber was zu den Büchern sagen. Und zwar Rich Dad, Poor Dad, das ist einer der letzten Bücher, die ich gelesen habe. Und ich habe echt viele Bücher gelesen. Das Buch hat mich aber dennoch vom Hocker gehauen eigentlich, weil obwohl ich schon so viele Bücher gelesen habe, ist dieses Buch genau das, was mir gefehlt hat eigentlich. Genau das, was auch vielen fehlt. Ja? In dem Buch wird man langsam herangeführt, dass eigentlich es Ziel sein soll, Geld für sich arbeiten zu lassen, anstatt in die Arbeit zu gehen und für sein Geld zu arbeiten. Also wirklich extrem spannend, extrem guter Mindset. Das nächste Buch, Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Der Titel, Ihre erste Million in 7 Jahren, ist extrem reißerisch, das muss man wissen. Das Buch war mein allererstes Buch, das ich überhaupt für meine finanzielle Bildung gelesen habe. Ich habe es damals, ich glaube mit 20, 21, von meinen Eltern geschenkt bekommen und war jetzt, kann ich Stand jetzt sagen, extrem glücklich darüber. Denn dieses Buch hat den Weg geebnet, die Grundsatzeinstellung zu Geld. Extrem spannend, denn der Autor, in dem Fall Bodo Schäfer, hat in seinem Buch immer wieder Lektüren oder, wie soll ich sagen, Aufgaben eingebaut, die du dir selbst beantworten musst. Schriftlich, in schriftlicher Form, ja. Und das ist extrem gut, denn so hast du reflektieren können, wie du zu Geld stehst und was du von Geld eigentlich erwartest. Nichtsdestotrotz hat Bodo Schäfer auch in seinem Buch diverse Themen angesprochen, wie ETFs oder Aktien, wie fange ich an. Also wie gesagt, sehr gut, grundsolide. Wir haben das nächste Buch, Die Psychologie des Geldes. Hatte ich damals noch nicht gekannt, hatte ich aber vom Emanuel empfohlen bekommen und ich habe es gelesen und verschlungen. Denn wie schon hier in dem Text steht, ich bin wirklich ein echter Zahlenmensch. Ja? Ich habe nicht so viel emotionale Bindung zu meinem Geld. Ich sehe das einfach nur als relative Zahl. Gehaltseingang, Gehaltsausgang, ja? Investitionseingang, Cashflow, Income, das sind so meine Steckenpferde. Und ich habe dieses Buch gelesen. Und es gibt dir eine andere Darstellung wieder von diesen relativen Zahlen. Ja? Das ist echt verwunderlich. Und der Satz, der mir bis heute noch im Gedächtnis schwirrt von diesem Buch, ist die Frage, wann ist genug genug? Extrem spannend, weil man wird selbst hinterfragend. Ja? Also unbedingt empfehlenswert. Das waren jetzt die 3 Bücher für das richtige Mindset. Und ich kann das jedem nur wirklich ans Herz legen, genau damit anzufangen. Ja? Erst muss das Mindset stimmen. Die 2. Kategorie befasst sich mit dem Investieren. Ich habe damals den Fehler gemacht, als ich an die Börse kam. Ich habe mit dem Trading angefangen. Ja? Warum Fehler? Weil man natürlich extrem viel Lehrgeld bezahlt hat, das ist ganz klar. Ich hatte keinen Coach, der mich an die Hand genommen hat. Ich habe mir alles selber beigebracht. Letztendlich dann später der zertifizierte technische Analyst. Aber bis ich den Weg hatte, war ich beim Trading. Und ich kann euch sagen, ganz ehrlich, fangt erst mit dem Investieren an und geht dann über ins Trading. Es ist viel einfacher und ihr spart euch eine Menge Geld. Bei mir ist es so, ich habe gern einen passiven Cashflow, ja, ein passives Einkommen, und ich würde es tatsächlich nennen, dass Dividenden
passives Einkommen sind. Man muss sich natürlich zunächst mit der Thematik befassen, das ist natürlich ganz klar. Aber letztendlich hast du dann Anteile eines Unternehmens gekauft und profitierst dann von den Aktionärsausschüttungen des Unternehmens, die regelmäßig im besten Fall ausgeschüttet werden und du brauchst dich nicht mehr sozusagen drum kümmern und kriegst die Dividenden gutgeschrieben. Und in dem Buch steht auch hier die besten Dividendenaktien simplified, ja. Extrem gut aufgebaut, denn dieses Buch behandelt alle punktuellen Kennzahlen, die wichtig sind für Dividendenaktien und stellt es dir ganz klar und ganz einfach wieder. Ja? Also wer unbedingt die Dividendenwelt erkunden will, den kann ich auf jeden Fall dieses Buch ans Herz legen. Die Fundamentaldaten zu verstehen ist, wenn man es noch nicht gemacht hat, das erste Mal sehr, sehr komplex. Ja? Was ist auf der Aktivseite, was passiert auf der Passivseite, Schulden, Cashflow. Genau dieses Buch beschreibt dir genau diese Kennzahlen und stellt mit Praxisbeispielen verschiedene Unternehmen auch gegeneinander und zeigt dir auf, welches Unternehmen zum Beispiel besser wäre in Beispielen. Und mit diesem Buch lernst du also wirklich die ganz umfängliche, fundamentale Analyse. Das heißt, du kannst danach ein Unternehmen fundamental bewerten und siehst, okay, ist es ein gesundes Unternehmen, ist der Cashflow nachhaltig, sind die Dividenden gedeckt, die auch oben natürlich im Simplified-Buch hier beschrieben werden. Auf jeden Fall ist ein großer Schinken, aber unabdingbar für den Investor. Dann haben wir hier noch dieses Buch von Thomas Kehl, ja, besser bekannt von Finanzfluss. Auch seine Denkweise bringt er sehr gut wieder, ja, nicht nur in dem Buch, auch auf seinen YouTube-Videos. Und wie du hier im Klappentext, wie du hier im Auszug findest, ist es so, dass Thomas diese Grundsatzgedanken eines Investors ganz einfach wiedergibt. Ja. Er gibt Beispiele zu ETFs, zu Aktien, zu Immobilien. Also das ist so das Buch auf jeden Fall zum Beginn, würde ich sagen. Ja. Wenn du noch nicht weißt, okay, in welche Richtung möchte ich, ja, wie schaut mein Risikoprofil aus? Möchte ich eher ETFs, da muss ich mich nicht so viel kümmern, habe ich nicht so viel Risiko, möchte ich doch Einzelaktien oder eher Immobilien. Also Top-Buch, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zum Trading, Königsklasse, würde ich behaupten wollen. Es geht nichts über Candlesticks. Die Candlesticks sind die Kerzen, die kann man wählen als Darstellung eines Charts. Ja? Normalerweise werden überall Liniencharts angezeigt. Ich verwende ausschließlich diese Candlestick-Charts. Warum? Die Candlesticks sind früher in Japan, die kommen eigentlich aus Japan, dieser Chartverlauf, und hat sich aber durchaus auf der ganzen Welt etabliert. Und die Vorteile dieser Kerzencharts: gibt es nämlich bestimmte Kerzenformationen, die darauf Aufschluss geben, ob eine Bewegung nun zu Ende ist, ob sie nun startet. Und diese Formationen, die du hier in diesem Buch findest, sind auf jeden Fall Gold wert. Denn da hast du nochmal so einen kleinen Zusatzpunkt, den du dir auch fürs Investieren mitnehmen kannst. Ja? Ob jetzt mit einer Hammerformation eine Abwärtsbewegung endet, und falls zum Beispiel die fundamentalen Kennzahlen passen und du weiter, besprechen wir gleich, die verschiedenen Werkzeuge der technischen Analyse beherrscht, zeigt dir dieser Hammerchart eben an, oh, jetzt übernehmen die Bullen das Ruder, es dürfte vermeintlich die Korrektur vorbei sein. Also, es geht nichts über dieses Buch. Also, wenn ich mir Charts anschaue, immer nur Candlesticks. Und Steve Neeson beschreibt hier in dem Buch eine große Anzahl von verschiedenen Formationen. Die meisten gängigsten sind natürlich auch drin und das sind die, die am wahrscheinlichsten auftreten. Und wenn du nochmal direkt nachlesen willst, warum Kerzencharts besser sind als Liniencharts, haben wir oben in der Basic-Abteilung einen Beitrag verfasst, der dir das nochmal direkt erklärt.
Als nächstes haben wir die technische Analyse der Finanzmärkte. Das ist auch echt ein großer Schinken, bestimmt so dick. Das haben wir damals verwendet für die Ausbildung des zertifizierten technischen Analysten. Dieses Buch ist das absolute Sammelsurium. Die technische Analyse, die stellt sich ja über Indikatoren, über Chartformationen, über Fibonacci, über Elliott-Wellen, über etc. 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 Ja, es ist wirklich riesen umfangreich und genau so dick ist das Buch auch, aber es ist enorm wichtig, diese zu verstehen, ja, die technische Analyse. Letztendlich, wenn man dann später tradet oder investiert, ist es ja so, dass man sich seine Kategorien rauspickt, ja, mit denen man traden möchte. Die einen traden mit Bollinger-Bändern, die anderen nur nach Elliott-Wellen, die anderen nutzen wiederum nur Indikatoren. Also die technische Analyse der Finanzmärkte ist das großartigste Buch, denn hier kriegst du die volle Breitseite der technischen Analyse. Ja? Kann ich absolut nur empfehlen. Und wie gesagt, wir hatten es damals in der Ausbildung auch. Dann kommen wir zu Elliott-Wellen, der im einen oder anderen vielleicht ein Begriff, auch eine Analysemethode, die dazu dient, bestimmte Wellen zu identifizieren. Man muss sich das vorstellen, dass Aktien oder die Finanzmärkte, sagt André Tedier, immer in bestimmten Wellenformationen verlaufen. Ja? Und das hat er ganz einfach aufgeschlüsselt, obwohl dieses Thema Elliott-Wellen wirklich sehr umfangreich ist, würde ich es beschreiben. Ja? Es ist absolut nicht leicht, aber du kriegst hier die Basics auf jeden Fall hin. Ja? Und selbst mit den Basics kann man gut arbeiten. Und die Elliott-Wellen verhelfen dir dann die Möglichkeit, verschiedene Wellen zu erkennen, ob es zum Beispiel um eine Abwärtskorrektur oder in einem Aufwärtsimpuls die Aktie behandelt wird. Und das bringt dir alles wiederum Vorteile, nicht nur fürs Traden selbst, sondern dann auch für das Investieren. Ja? Und ich kann nur sagen, André Tietje, ich kenne ihn wirklich, ein sehr guter Trader, der ausschließlich mit Elliott-Wellen tradet und er ist wirklich erfolgreich. Also sehr spannendes Buch, auch extrem gut erklärt, ja, auch später, wenn es sehr komplex wird, darf man nicht davor zurückschrecken, das Buch zusammenklappen. Es ist wirklich mit anhand von Beispielen ganz, ganz einfach erklärt, ja, nicht umsonst steht hier Simplified. Und als letztes Buch haben wir Kursziele bestimmen mit Fibonacci von Karen Roller, eine sehr gute Traderin, die ich ebenfalls kenne. Habe ich damals kennengelernt, auch über mit meiner Ausbildung zum technischen Analysten. Und Karin Roller hat dieses Buch geschrieben, um die Fibonacci den Tradern beizubringen. Denn mit Fibonacci-Projektionen und Retracements kann man ebenfalls identifizieren, wo denn ein Ziel einer Aufwärtsbewegung oder das die Korrekturende einer Abwärtsbewegung erscheint. Und diese Kursziele mit Fibonacci kombiniert man immer mit den Elliott-Wellen. Ja? Das heißt, diese Elliott-Wellen und die Fibonacci, die gehen Hand in Hand. Ja? Also unbedingt im Doppelpack bestellen, wen diese Analysemethode interessiert, anders geht es nämlich gar nicht. Ja? Und Fibonacci kann ja nicht nur eruieren, wo ein Tief enden könnte oder wo ein Ziel liegen könnte. Fibonacci kann durchaus andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel über Zeitziele zu definieren. Ja? Also extrem spannendes Buch und etlich gute Beispiele. Ja? Kann ich nur jedem ans Herz legen. Ich hoffe, euch hat unser kurzer Bücherexkurs gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal für mehr.